So, ich bin jetzt hier im Ostseebad Bad Kühlungsborn am Ostbahnhof und hier fährt die Molly-Bäder-Bahn. Diese Molly-Bäder-Bahn wurde das erste Mal in Betrieb genommen 1886 und verkehrt zwischen Bad Kühlungsborn West und Bad Doberan. Das ist die einzige Schmalspurbahn in Deutschland im täglichen Betrieb. Eine Spurenbreite von 900 mm. Es geht darauf zurück, dass nämlich das die übliche Spurenbreite in Russland ist für solche Schmalspurbahnen. Und das wurde nämlich damals von einer russischen Bahngesellschaft hier erbaut. Das ist so ein altertümliche Lok und die zieht dann eben diesen Wagen dann eben hier für die ganzen Touristen, die dann verkehren zwischen Kühlungsborn West, Kühlungsborn Ost, Heiligendamm und Bad Doberan. So, hier kommt dann jetzt gleich die Molly-Bäder-Bahn. Ich werde das jetzt einfach mal filmen. Die fährt dann jetzt hier gleich ein. Da kommt dann gleich die Lok. Ich glaube, das ist eine Diesel-Lok. Also genau weiß ich es nicht, aber es ist, glaube ich, eine Diesel-Lok. Und ich steige jetzt hier ein beim Salonwagen. Hier unten sieht man dann nochmal die Gleise. Tatsächlich Schmalspur, ne? 900 mm, 90 cm Spurbreite. So, und da kommt sie. Jawohl. Jede Menge Krach und Dampf und Gestank, da ist sie. Rutschen wir alle dann schon mal nach hinten. So, hier mein kleiner Ausblick nach draußen. Wir fahren jetzt hier durch den Landkreis Rostock, ehemals Landkreis Güstrow oder Landkreis Bad Doberan, das schöne Mecklenburger Land. Fährt übrigens 50 km/h im Durchschnitt. Verkehrt täglich, stündlich. Seite sehen wir, upsala, sehen wir dann jetzt hier, wie die andere Molly-Bahn jetzt dann wieder in Richtung Kühlungsborn Ost zurückfährt. Der Name kommt übrigens wohl daher, dass eine Frau hatte wohl irgendwie ihren Hund mit dabei gehabt und der Hund hieß Molly und der ist dann auf die Schienen gelaufen und sie rief ihm hinterher auf Plattdeutsch Molly blieb starn. Da fühlte sich aber dann der Schaffner des Zuges dann angesprochen und er ist dann letztendlich stehen geblieben, daher soll es angeblich einen Namen haben. Das ist anscheinend aber nur eine Sage, also ich persönlich glaube da nicht so dran. Ich glaube eher, dass das Wort Molly eher eine Ableitung des Wortes Mole ist. Aber so genau weiß ich es eben auch nicht. So, jetzt hat man gehört, die pfeift auch schön hier. Caroline. Schön nostalgisch, so eine, ich glaube, Diesel-Lok.
Da sieht man sie noch mal, wie sie dann jetzt in die Gegenrichtung abfährt. Wollen Sie noch mit? So, da fährt sie. So, jetzt haben wir auch noch mal eine Innenansicht in der Bäderbahn Molly. Und wir fahren jetzt so langsam aber sicher in Richtung Bad Doberan, wo diese Bahn mit ungefähr 40 km/h wie eine Straßenbahn dann mitten durch die Stadt fahren wird. Ja, die Herzöge von Mecklenburg mussten damals sehr beschwerliche Wege auf sich nehmen, um zu diesen ganzen Bädern zu kommen und vor allen Dingen von einem Ort zum anderen zu reisen. Und da hatten sie einfach mal die Idee gehabt, so eine Schmalspurbahn zu bauen, mit der sie dann auf leichtem Wege mal eben entlang der Ostsee von einem Kurort zum nächsten fahren können. Wir sehen hier im Innern, ist alles schön holzvertäfelt, schön nostalgisch gemacht. Die Inneneinsicht. Da geht es dann raus auf den Ausguck. Und von da aus geht es dann gleich weiter, denn da werde ich dann gleich mal zeigen, wie diese Bahn wirklich wie eine Straßenbahn einfach mitten durch die Innenstadt von Bad Doberan fährt. So, jetzt geht es hier durch Bad Doberan. Wie mit einer Straßenbahn fährt die Molly dann jetzt hier entlang der Straße. Und hier sehen wir dann schon erst schöne Häuser an dem Ostseebad Bad Doberan. Man dann schon den Turm des Doberaner Münsters. Ja, hier sehen wir jetzt, die Mollybahn fährt jetzt wirklich hier durch eine ganz enge Gasse durch. Also hier ist wirklich, das ist hier wirklich die absolute Straßenbahn hier. Durch die Innenstadt ist das ja. Fährt genau durch die Innenstadt durch. Also wenn man hier zu weit in der Straße parkt, dann kann das übel ausgehen für den Außenspiegel. So, das ist jetzt hier die Endstation, beziehungsweise auch wieder Startstation, der Bahnhof Bad Doberan. Und wir waren jetzt vom Ostseebad Kühlungsborn Ost bis hier nach Bad Doberan rund 40 Minuten unterwegs und haben dann ungefähr eine Strecke von 15 Kilometer jetzt hier zurückgelegt. Mit 40 bis 50 km/h kann man sich ja so in etwa ausrechnen. Das kommt dann etwa hin. Man sieht, das Ganze ist auch eine riesen Touristenattraktion. Vor allem für Familien auch sehr schön. Da sehen wir jetzt nochmal so ein historisches Schild hier.
das ist dann nochmal der ganze Zug. Verdammt langes Ding. So, gleich geht's hier retour. Die Lok dreht jetzt. Dockt dann andersrum wieder an. Und dann geht es wieder zurück. Jetzt hier in der Stadtmitte von Bad Doberan und machen uns dann jetzt hier wieder auf dem Rückweg in Richtung Kühlungsborn Ostbahnhof und hier kommt dann auch die Mollibahn. Wir werden dann gleich versuchen, in den Salonwagen reinzukommen. So, da ist es. Das ist ein ganz schön langes Elend hier. So, und da ist der Salonwagen, jawohl. So, ich bin dann jetzt hier wieder am Ostseebad Kühlungsborn Ost am Mollibahnhof angelangt. Ja, war wieder eine schöne Rückfahrt, wieder so 40 bis 45 Minuten schön durch die mecklenburgische Landschaft. Ja, damit verabschiede ich mich. Haut rein und ciao, Kakao.